Hallo, ich möchte mit euch die Fläche einer Raute ausrechnen. Wie kann man das machen? Denn wir wissen ja, man kann immer nur die Fläche eines Rechtecks ausrechnen. Das heißt, wenn wir uns hier zum Beispiel ein Rechteck suchen, dann ist genau dieses Stück hier, das finden wir dann da wieder. Und dieses Stückchen finden wir genau da wieder. Sodass also dieses Rechteck hier genau die Fläche der gesamten Raute ist. Jetzt müssen wir schauen, wie kommt das Rechteck zustande. Das heißt, diese Diagonale nennt man E und diese Diagonale nennt man F. Und dann wäre also das Rechteck genau die Fläche von 1/2 mal E mal F. Und das können wir jetzt entsprechend ausrechnen. Das heißt, wir haben hier die Diagonalen. Die Diagonale F und die Diagonale E und die Fläche ist jetzt A für Area ist gleich 1/2 mal E, also wir nehmen nur die Hälfte von E mal F, sodass wir dann also genau dieses Rechteck hier betrachten und den Flächeninhalt kann man ganz leicht ausrechnen. Zum Beispiel könnte jetzt also E gegeben sein mit 4 cm und F könnte gegeben sein mit 8 cm. Dann würde man das einfach einsetzen. 1/2 mal 4 cm mal 8 cm und dann wären es einfach 16 Quadratzentimeter. Das wäre der Flächeninhalt dieser Raute.